Haut und dünstig von der ersten Oktave vor, begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Wir überdrohen von hier Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Als Anfang sangen wir: Maria, du Freude unserer Freude, vom Chanoine René Panchelet. Bei der Aussetzung Quand s'éveilleront nos cœurs, vom Jo Akepsimas, der Regina Zöli, Magnificat 574, den Tantum Ergo im fünften Ton und als Schlusslied O Mamlef Mam von Pierre Bertel. Den Domorganist, den Herr Paul Breisch, spielt als Sorti Toccata 19 vom Johann Jakob Froberger. Kantore sind Herren, Abbe Patrick Müller, Alik Nülles. Thema von der Predigt, von der Oktavpredigerin, der Madame Midi Hellers, Co-Operatrice Pastoral an der Paar Cordal St. Barb aus Haut, Begegnung, die Lastlose fordert. Der Welte, Mutter des Herrn, freue dich, Maria. Du Aufstrahl der Freude, freue dich, Halleluja. Du Löserin des Fluches, Zuflucht der Sünder, freue dich, Halleluja. Du Thronsitz des ewigen Königs, freue dich, Maria. Du Gipfel der Schöpfung, freue dich, Halleluja. Du öffnest die Neuheit der Schöpfung, freue dich, Gnadenvoll. Du kleidest Gott in unsere Natur, bringst dem Schöpfer als Kind, freue dich, Abendvoll. Du trägst den Allesträger, freue dich, Abendvoll. Du bist jungfräuliche Mutter, Erde und Himmel zu, freue dich, Maria. Dir singen Freiheit und Gnade, freue dich, Halleluja.
dich krönt der Ruhm der Apostel. Freue dich, Maria. Dir weihn die Märtyrerkronen. Freue dich, Maria. Dich bekennt der sieghafte Glauben. Freue dich, Maria. Dich fürchten die Geister der Bosheit. Freue dich, Maria. Du siegest Bander der Kirche, freue dich. Du Festigung unseres Glaubens, freue dich. Du Burg unerschütterlicher Hoffnung, freue dich. Du Mutter der schönen Liebe, Heilige über allen Heiligen, freue dich. Du Freude des himmlischen Vaters, freue dich, Maria. Du Freude des göttlichen Sohnes, Freude des Heiligen Geistes, freue dich, Maria. Du Freude unseres Gottes, freue dich, Halleluja. Du Freude göttlicher Barmherzigkeit, freue dich, Maria. Du Freude unserer Freude, freue dich, Halleluja. Lasst uns beten. Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten.
Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrte sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen. Und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, lief Leute hier an der Kathedrale an Dohemi von der Radio, der Television und Internet. Der Spruch von Haut steht nach dem Thema, ob einmal war alles anders, Begegnung, die Lastlose fordert. Lief Leute, der junge Familienpap, hat mir erzählt, wie hier vor ein paar Jahren auf der Schöberfauer sein kleines Mädchen verloren hat. Am Gewulz von denen viele Leute war die Kante auf einmal nicht mehr da. Stress pur. Alarm, was machen? Da kam ihm die geniale Idee, für den Weg zurückzugehen, den hier gerade vier drüber gegangen war. Und da auf einmal am Gewulz von denen viele Leute war da eine Frau, die die Kante in der Hand hat. Die Frau hat gesehen, dass die Kante lang durch Stöhungen gekrascht hat. Als sie durcht, die Älteren, die merken dat, dass die Kante nicht mehr da ist, er kommen zurück. Und so war es doch. Der Pap und die Kante waren erleichtert. Am Evangelium von heute beginnen wir eine ähnliche Situation. Die Jesus war mit seinen Eltern auf Jerusalem an den Tempel gepilgert. Die Jesus hat 12 Jahre, ein Alter, den an der jüdischen Kultur ein wichtiges Übergangsetappe zum Erwachsenen war. Pilgern war damals kein kleines Sache. Ein Pilger hat sich gefahren, als Strapazen ausgesät, gaufet auch vierter Autobus Zug nach Flieger. Maria und Josef sind die rund 160 Kilometer von Nazareth bis Jerusalem zu Fuß gegangen, dat wir von Weißwampisch auf Metz. Und dat mit Kantgepäck ein Picknick. Hin und zurück waren sie pur Déjeuner, ohne Hotel und Restaurant. Gerade wie heute, wo noch demnächst die Leute sich an Pilgergruppen zusammengedauen. Auch war der Pilgergang oft mit einem Ulleis oder einem Versprechen verbunden. Um Heimweh aber geschieht der junge Koppel dort, wird, wie schon nur genug gedeiht, bestimmte Kostmär von allen Älteren ist.
sie verlieren hier die Kant. Und das nur eine tiefe Lieser-Aktivität. Hätten sich darauf gewartet, dass ihre Glaubenseifer belohnt gewesen. Nein, am Gegenteil. Ihre Glaube geht zu Davis auf die Probe gestellt. Ob immer war alles ernst. Nur 3 Tage, das heißt 2 Nächten, nachdem sie die ganze Pilgerkarawane aufgelaufen sind, fanden sie ihren Rum am Tempel bei den Schriftgelehrten. Was war geschieht? Was hatten die Eltern verpasst? Nur länger verzweifelter sich, begegnen sie ihrem Jungen, den kein Kant mehr war, mit Bella Wussel. Den Text ist sober, aber es fällt ab, dass der Evangelist Maria hier nicht mehr als Mam annimmt, und zu Recht. An dieser extremen Stresssituation reagiert Maria wie alle Mamme von der Welt. Das ist kein Rätsel mehr von Maria ganz an der Gnade von Himmelskönigin oder Jungfrau gesehen, den hat die Frauen. Von den eventuellen internen Kommentaren an der Koppel, da das ist von mir eine Hypothese, du hast sollen, für was hast du nicht, ich hätte dir aber gesagt. Davon sieht der Evangelist nicht. Maria wird beschrieben wie ein normaler Mann, die außer sich als Versuch, die Angst hat, an die, wie sie den Jungen am Tempel rümpfend, ihm es richtig gut laufen lässt. Wie kannst du eins, dass du undo und dein Papa nicht mir hundisch voller Angst Gesicht? Hat Maria vergessen, was den Engel bei der Verkündigung gesagt hat? Hat sie vergessen, wie die Cousin Elisabeth an hier die Mann von Malaysia erkannt und bestätigt hat? Hat sie vergessen den Gesang von den Engeln an den Besuch von den Hirten um Feld zu Bethlehem oder die Wieder vom Simeon bei der Beschneidung am Tempel für uns 12 Jahre? Kein Wesen. Wir werden mir hier rauslesen, dass auch Maria durch eine Glaubensschule hat müssen gehen, gerade wie sie verdreht von uns. Auch sie hat Begegnungen und Erfahrungen schöner und schmerzvoller müssen erleben. An all das hat ihr geholfen, Last zu lassen und am Glauben zu wissen. Dazu, als dem Jesus seine Reaktion auf die Suche von seinen Eltern auch mehr wie erstaunlich. Kein Wort von Pardon, kein Unzeichen von Bedauern oder von schlechtem Gewissen. Nein. Verwundert Fredchen, wie wird du dann mit dem Gesicht? Wusst ihr dann nicht, dass ich bei der Sache von meinem Pap müsste sein? Bei meinem Pap. An dieser extremen Situation wird Maria ihrem Jungen, der kein Kant mehr ist, auf neue Manier begegnet, wird sie schmerzvoll daran erinnert, dass ihr Kant hier nicht gehört. Auch sie hat mit dem leeren Mann sein, nicht nur ihrem, sondern um Herrgott singen Plan. Ob einmal war alles ernst. Und das bedeutet loslassen. Die eigenen Vorstellungen, die eigenen Pläne, begleiten, garder le lien, manchmal ohne zu verstehen. Aushalten, ohne zu begreifen, geleben, ohne zu gesehen. Schuldgefühle auflehnen, Ajosuen. Der Evangelist Lukas kommentiert das alles ganz sober. Sie haben nicht verstanden, was hier hinein wollt sehen. Mit ihrem Kant sind die jungen Eltern von Nazareth auf Jerusalem gepilgert. Nur der Pilgerfahrt sind sie mit ihrem Ball auf wussende Jung heimgegangen. Vielleicht hat Maria auch heimlich am Herz gebiert. Herrgott, ich verstehe es. Ich glaube, dass alles bei dir Sinn hat. Ich glaube, dass nichts geschieht, was du nicht zulässt.
wie das nicht zu glauben, was du alles zulässt. Vielleicht war das Begegnung mit ihrem Kande wie ein Ausleser für ihr Jo-Wort, ihre Fiat, von demals bei der Verkündigung zu erneuern. Es soll geschehen, wie du es gesagt hast. Wie viele Mammen und Pappen, wo doch Maria müssen den Weh von ihrem Jung unholen, ohne zu verstehen, wie manch älteren Haut, wird auch sie sich sicher an dieser Nuit obskür mit Vertrauen und Gebet Firo getascht. Wann kann er weher gehen, die Eltern nicht verstehen, an sie echter besuchen, das kann sein der berufliche Schwach oder die große Leif, die weide Wäsche von daheim feiert. Das kann sein die Entscheidung von einer kirchlichen Berufung an der Nachfolge von Jesus. Das kann sein die Aufrutschen und die Aufhängigkeiten und nach vieles mehr. An einem Moment von Stillt, begleitet von meditativer Urgelmusik, vertrauen wir der Trösterin, die Menschen, Familien und als persönlich Ulaies un. Heilig Maria, Gottes Mann, du deelst Friede leid mit vielen Männern und Pappen. Vielleicht bist du als Dürfje so nah. Vielleicht nennen wir dich Dürfje, Trösterin von denen, die traurig sind. Den Treu an dein Glauben gaufen auf Probe gestellt. Du weißt, wie schmerzvoll Einsamkeit an die Ängste sie von keiner Wehe gehen, die die Eltern nicht verstehen, und mit viel Sorge müssen damit leben. Trösterin am Lied, biet für uns, elo an der Stund von unserem Tod. Amen.
changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes. Il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveillent nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'éveillent nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveillent nos cœurs à la voix du Herrgott, ob Fürspruch von Maria, bringe mir Reisulajes für undich. Für ein Bild von der Trächterin wollen wir bieten. Für all Älteren, die ihr Kant verloren haben, und auch für die, die sich einen gesunden Kant wünschen. Für die Mammen, die nicht für Zissen haben für ihr Kanner. Auch für die, die alles tun, sich aber mehr Freizeit mit ihnen wünschen. Pour les personnes qui meurent seules et abandonnées, et pour ceux et celles qui sont à bout de force pour soigner les malades. Für die Frauen und Männer, die getrennte Wehe haben müssen gehen, und für die, die sich alltag ein harmonisch daheim bemühen. Pour les hommes et les femmes qui sont au chômage, et pour les personnes qui s'épuisent parce qu'elles ont trop de travail. An einem Moment verstellt, will ich mir dem Herrgott eins persönlich Ulayes vertrauen. Herrgott, erhöhe eist Gebet, dat, wat ma aussprechen, an dat, wat du erlenk kannst. Durem spiede ma durch Christus eisen Herr. Celi e
Maria, Alleluia. Oremus. Gott, du hast durch die Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, die Welt erfreuen wollen. Wir bitten dich, lass uns durch seine Mutter, die Jungfrau Maria, die Freuden des ewigen Lebens erlangen. Durch Christus, unseren Herrn. Sacramentum innere Mutter Domini eratricum documentum nomus eratricumi est et fides sublimentum sensum defectum. Di cielo prestiti sti eis alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribue, quesumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben Pontifikalandacht überdrohen aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Die können Sie noch ein paar Jahre lauschen, heute Abend um 19 Uhr oder um 23 Uhr um Dock. Des Weiteren meine ich darauf aufmerksam für die Personen, denen es nicht möglich ist, wirklich an die Kathedrale zu kommen, bei einer Trächterin, dass sie aber können ein Kerzbrei hier brennen lassen, an dem sie den Betrag von einer Kerze auf die Kirchenfabrikskonz überweist, an der Sicherheit dann auch wirklich am Vertrauen, dass die Kerze gebrannt wird. Weiter dahin könnt ihr auch machen, für weiterhin die Urschel zu finanzieren, die neue Urschel, die an die Kathedrale könnt, wie auch, wenn ihr wollt unterstützen, dass auch weiterhin die Andachten an der Oktav, wie auch die Sondesmass überdrohen wird. Die betreffenden Kontosnummern fand er auf katol.lu. An den letzten Tag, für die Personen, die hier sind, oder für die nächste Tag noch kommen, beim Podium, wo ein Choral normalerweise draufsteht, könnt ihr ein Quad mit Themen holen, ein oder zwei, für eine Person zu schicken, die krank ist, die einsam ist, die es auch nicht möglich ist, hier an Kathedrale und Oktav zu kommen. Die Trächterin soll auch bei Sie auf Besuch kommen, mit der Quart. Nur der Andadelo könnte hier beim Podium Quarten erwischen. Alle Leute, die mit uns verbunden sind, das Schein, wenn wir verbunden sind, das aber noch mehr Schein, wenn wir auch dieses Jahr können zusammen an der Kathedrale feiern. Ich meine also darauf aufmerksam, dass die Kathedrale den Tag durch ob ist. Auch wenn Zelebrationen ob 100 Personen limitiert das, es sind auch Plätze frei. Die könnt ihr gerne noch immer umhellen, für auch hinzukommen, für zusammen mal zu feiern und zu bieten. An zwischen den Zelebrationen dürft ihr auch gerne an die Kathedrale kommen. Sie steht den ganzen Tag ob und trägt drin, an Jesus Christus sicher, sie froh, wenn ihr Besuch macht. In dem Sinn, sie mir alle gute froh, ich heute zu begrüßen. Und lo, gib mir das Mikro zurück an das Studio.